Hallo Leute! Moment, das ist nicht meine Begrüßung. So, da sind wir wieder bei Let's Play Minecraft. Hier in meiner Grube haben sich hier schon einige Tiere gesammelt. Ja, seit dem letzten Mal, es sind ein paar Änderungen geschehen. Erstens, ich habe da oben ein Loch in der Wand. Nein, also ich habe auf Peaceful hier einiges gespielt. Ja, diese Grube habe ich gemacht, wegen Creeper und so weiter. Falls sie mich attackieren wollen. Ich habe hier oben ein bisschen ausgebaut, glaube ich. Nicht viel. Dann habe ich hier oben angefangen, hier einen Gang zu bauen. Hier oben werde ich mir jetzt eine Holzveranda dann später hinbauen. Ich habe hier diesen Mega Man gebaut und dort neben, auch wenn es eigentlich sehr versteckt ist, ein Yoshi-Ei. Hurra. Genau. Habe ich sonst noch was gemacht? Ich glaube nicht. Nein, nicht wirklich. Oh, ich habe noch die ganze Wolle von dem Yoshi-Ei, sehe ich gerade. Wie entsorgen wir die? Schmeißen wir die aus unserem Canyon raus. Habe ich hier noch mehr blaue Farbe drin? Ne, da ist mein Standardzeug drin. Gut. Lalalala. Ihr dürft jetzt bei Müllverbrennung zusehen. Spannend, nicht wahr? Ja. Um den Part ein bisschen schöner zu gestalten, machen wir uns ein wenig Regen. Ich, elender Cheater. Aber Regen ist doch schön. Ich mag Regen. Jetzt haben wir halt eine leichte Geräuschkulisse im Hintergrund. So, den hatte ich auch gecheatet, die hatte ich auch. Zack, zack, zack. Alles weg. So. Ja, das darf da draußen liegen bleiben. So, dann schauen wir mal, was wir noch an Materialien hier haben. Holz hatten wir noch ein bisschen was. Gut, dann fangen wir einfach mal an, die obere Etage hier reinzubauen. Höhle erforschen oder können wir ja mal was anderes wieder machen. Ich will jetzt erstmal hier ein bisschen vorankommen. Was sich noch geändert hat von dem Patch her ist Black Screen. Das Black Screen, Black Screen, Black Screen. Was sich noch geändert hat, ist, dass ich jetzt die Renderdistanz auf normal gestellt habe, gerade eben, weil dann das Spiel nicht mehr abstürzt. So, was ich aber sagen wollte, ist, dass Leitern, wenn man jetzt eine Leiter craftet, man bekommt nicht mehr eine Leiter, sondern zwei, weil man jetzt auch zwei Leitern braucht, um irgendwo sich festzuhalten und hochzuklettern. Ja, das braucht man jetzt. Also an einer Leiter einzeln kann man sich nicht mehr festhalten. Also könnt ihr nicht mehr irgendwie so eine Leiter, ein Block frei, eine Leiter, ein Block frei bauen, sondern ihr müsst jetzt eine komplette Leiter bauen. Ja, ja, ja. So ist das. Ich glaube, das habe ich bereits schon gemacht auf meinem Weg in den Dungeon, wenn ich richtig sehe. Ja, natürlich. Ich bin ein Vorbild für alle Minecrafter. So, aber 6 Zäune reichen mir nicht. Ich brauche mehr. Machen wir einfach 8 mal 8. Wenn wir mehr brauchen, gehen wir noch mal hier runter oder setzen uns oben eine Werkbank hin. So. Sieht doch schön aus, der ganze Regen. So, ich baue es einfach gleich auf mit dem Haus. Damit es einfach von oben, also von unten nicht so komisch aussieht. Das wird vielleicht auch unser Notausgang, falls wieder mal ein Creeper sich entscheidet, unserem Haus einen Besuch abzustatten. Vorerst lasse ich gerade mal noch die Gegner aus und wir sind in die Schweinegrube gefallen, obwohl ich Steuerung gedrückt hatte. So, weg mit dir, Erdblock. Schneller bitte. Danke. Erdblock, da ist Erdblock. Ja, vielleicht setze ich mir noch dort außen eine Leiter hin. Ach ja, man braucht jetzt zwei. Dann setze ich mir dort außen zwei Leitern hin. So. Zack. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht mehr runter. Das finde ich nämlich nicht so schön, irgendwo runterzufallen. So. Wie machen wir das? Machen wir das so eine kleine Terrasse. Und nicht mal anreichend genügend Zäunen. Und Halbblöcken. Ja, setzen wir uns hier eine Werkbank oben rein. Warum nicht? Ich muss erstmal schauen, ob der Regen nicht viel zu laut ist, aber ich denke nicht. Zack. Zack. Brauchen wir noch eine zweite Werkbank. Alles muss jetzt eine Symmetrie haben. Zack. Ja, und ich denke, ich kann dann wieder aufs Grün ein bisschen Bäume fällen gehen. Bäume pflanzen. Scheinen ja bald wieder alle leer zu sein. Zack, so. Zack, 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 zack. Machen wir 8 Zäune. 10 Zäune. So, es sollte aber jetzt reichen. Zack, 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 zack.
So, und um es schöner zu gestalten, machen wir doch die letzten Dinger nicht Zaun, sondern Holz. Die ganze Wand an sich machen wir auch Holz. Das ersetzen wir gleich mit Cleanstone. Zack. Dann den Boden hier auch Holz. Alles Holz. Holz, 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 Holz. Obwohl wir gar nicht so viel Holz haben. Zack, 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 zack. Zack. Zack, zack. Holz, Holz. So. Gut, wie sieht das Ganze jetzt dann aus? Hier so. Und dort so. Dann setzen wir dort unsere Halbplatten drauf. Wovon wir... Wie viele Tiere ertrinken denn bitte in meinem Pool da unten? Das ist schrecklich. Das ist eine wahre Mordgrube. So. Okay. Ja, so würde die Terrasse dann an sich passen. Sitzen wir dann. Hätte ich nicht irgendwie einen Gehirnfehler? Ah ne, die Tür sitzt hier einfach falsch, genau. Ich habe keine Gehirnfehler. Ich bin ein kluger Mensch. Falls sich der Regen stören sollte, sagt mir bitte Bescheid. Ich werde ihn dann umgehend entfernen. Ich finde es ganz atmosphärisch, aber als erstes werde ich mal schauen. Cool. Wo sind die anderen Tiere hin? Hm. Egal. La 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 la. Ja, okay, was machen wir jetzt? Wir haben kein Holz mehr. Wollt ihr mich live begleiten, wie wir Holzfarmen gehen? Natürlich wollt ihr das. Was auch noch extrem geil von euch wäre, wenn ihr mir schreiben würdet, ob es für euch okay ist, wenn ich Minecraft nur in 360p hochlade, weil das einfach tausendmal einfacher für mich ist vom Hochladen her. Es braucht nur die Hälfte der Zeit. Wenn ihr Minecraft in HD sehen wollt, dann soll es mir recht sein. Dann lade ich es weiter natürlich in 720p hoch. Was für mich halt mehr Umstände bedeutet, was wiederum bedeutet, dass ich seltener Minecraft spielen werde. Ja, also an sich würde ich ja Minecraft die ganze Zeit spielen, aber das Hochladen nervt mich einfach zu sehr, wenn ich jetzt vier Videos... Ja, okay, in den Ferien jetzt gerade geht's ja eigentlich vom Hochladen, da bin ich ja eh den ganzen Tag beim Hochladen. Und ich komme mir gerade vor, als wäre es irgendwie 3 Uhr mittags, obwohl es gerade kurz vor 10 ist. Und ich gleich mit meinem Hund spazieren darf. Ja, ja. Ach ja, was noch anders wäre, wenn ich 360p hochladen dürfte, ich würde die Parts wahrscheinlich länger machen. Es wäre halt derselbe Aufwand von Hochladen dann wie ein HD-Part, aber ich könnte halt einfach mehr Zeit euch zeigen. Nicht nur 10 Minuten. Das ist ja in Minecraft eigentlich relativ wenig, 10 Minuten. Naja, entscheidet ihr. Wahrscheinlich wird eh wieder keiner abstimmen. Oh, der Regen hat von alleine aufgehört. Na gut, dann möchte kein Regen mehr so sein. Soll mir auch recht sein. Mega Man. Ach, gut. So. Ich glaube, wenn wir dann... Ja, sieht doch ganz schön... Sieht es ganz schön aus? Sieht aus, als hätte mein Haus so einen Unterkiefer und so einen Kopf oben drüber. Mal schauen. Vielleicht bastel ich dann noch rum. Erstmal hier die ganzen Bäume abfällen und dann die Saplinge einsammeln. Und Blackscreene bekomme ich ja. Blackscreene? Weiß ich nicht, was die mir zu lässt. Blackscreens bekomme ich jetzt auch nicht mehr. Scheinbar. Setzlinge. Setzling heißen die auf Deutsch, oder? Ja, ich glaube schon. Ich weiß immer mit dem englischen Namen. Steht ja wahrscheinlich auch nur im Spiel im Englisch da. Oh Gott, ich wette, Minecraft wird irgendwann noch eingedeutscht. Dann heißt es, hey, hast du mal 5 Bruchstein für mich? Oder abgebauten Stein oder sowas Schreckliches? Einfach so ein deutsches Übersetzungsfail. Und Redstone wird dann Rotkabel oder so ein Schmal. Die deutschen Übersetzungen sind doch immer so grandios. Aber egal. Beschweren wir uns nicht. Sondern töten wir Sonnenblumen. Okay. Nehmen wir noch eine mit. Sehen doch schön aus. Trauen wir ein bisschen an Frederiks Grab, opfern ihn ein Stückchen Fleisch und begeben uns zu unserem Haus, weil schon wieder ein Tag vergangen ist. Und da ein Tag vergangen ist, werde ich diesen Part wieder beenden. Ja, diesen Part werde ich noch in HD hochladen. Fälle aber noch vorher kurz den Baum, den ich vorher erst gepflanzt hatte letztens. Aber Holz, Holz, Holz.
So, wie viel Holz haben wir jetzt? 36 Holz. Ich werde noch ein bisschen mehr offscreen sammeln. Zack. Und das ist gut. Dafür zwei Bäume als Ersatz hier hinpflanzen. Da noch einen. Dort noch einen. Und ja, der ganze Canyon hier ist ja voll mit Bäumen. Gut, ihr dürft mir noch eine Minute zusehen, wie ich hier Bäume in der Landschaft pflanze. Hier pflanze ich keinen, weil man den Megaman sehen soll. Da vorne an der Spitze pflanze ich ein. Dort pflanze ich ein. Das wird wahrscheinlich ein Megabaum. Da pflanze ich gerne ein. Hey, sei cool und pflanz dir ein. Auf www.pflanzdirein.de. Ach Gott, was laber ich? Was laber ich denn schon wieder? Da unten könnte ich irgendwas... Oh, ich glaube, da unten mache ich mir ein Feld hin. Sieht es nicht perfekt für ein Feld aus, da ist Wasser und hier sind so Linien und so eine perfekte gerade Ebene. Da mache ich mir dann später ein Feld hin, wo ich mir dann Brot züchte. Dann werden wir Vegetarier. Einfach nur, um die lieben Schweinchen leben zu lassen. Also ich meine, die sehen doch süß aus. Trotzdem werden wir irgendwann, wenn wir einen Sattel haben, eins von der Klippe reiten und gemeinsam den Erfolg kriegen. Am besten von da oben. Seht ihr, wie die Tiere sich versammeln, um für Frederik zu trauern? Kaum schaue ich hin, rennen sie alle panisch wieder zurück in den Wald. Ich finde es immer witzig, wie wenn ich Frederik in die Texte schreibe und rechts auf der Seite ganz viele Videos sind, wo irgendwas Frederik Let's Play Minecraft oder so steht, dass irgendein Kind, was Frederik heißt, Minecraft spielt. Aber ja, egal. Also, gehen wir pennen und damit ist der Part beendet. Oh, wie süß, wir sind im Bett Megaman. Meine Fresse. Ich wache auf und es fängt sofort wieder an zu regnen. Das Spiel wird ja sehr depressiv. Oh, ein Gewitter sogar. Vielleicht verbrennt unser Holz aus. Naja, wenn es passiert, dann sehen wir es morgen im nächsten Part. Bis dann. Ja, ich mache morgen noch ein Part, weil ich Lust habe, gerade wieder auf Minecraft. Bis dann, euer Zombie.